Ja, ich sage mal, man muss das einfach leidenschaftlich machen und einfach das Gefühl im Auto zum Sitzen und nichts anderes rundherum zum Hören und zum Sehen. Also das finde ich eigentlich das Schönste. Du machst die Tür zu und bist auf die Lage gestellt. Das ist eigentlich das Schönste dran am Motorsport. Das beeindruckendste Erlebnis für mich im Motorsport war eigentlich, wie alles angefangen hat. Wir sind 2013 das erste Mal auf der Eisbahn gefahren mit einem Allradfahrzeug und für mich war einfach ein Phänomen, wie ein Fahrzeug auf einem losen Untergrund so halten kann. So hat das Ganze eigentlich die extreme Begeisterung angefangen. Also das war für mich das schönste Erlebnis, muss ich sagen, im Motorsport dabei. Also eigentlich habe ich mir es immer schon gewünscht. Der große Wunsch war einfach da, immer im Motorsport Fuß zu fassen. Das erste Mal im Kart bin ich gesessen mit 10 Jahren. Und es ist aber leider nie der professionelle Weg gelungen. Wir sind sehr viel in der Karthalle gefahren, sind sehr viel in Ampfing gefahren, aber nie der professionelle Weg da gewesen, sage ich mal, dass wir in einer Rennserie starten können, weil einfach das gewisse Kleingeld gefällt hat, wie es bei 90% im Motorsport so ist. Und die BMW Challenge ist jetzt einfach die Chance für mich, sage ich mal, wieder in einer Liga einzusteigen, wo professioneller Motorsport gemacht wird. Simon Brenner, ich bin in Valz geboren am 28.03.1991. Bin jetzt 25 Jahre alt, bin Filialleiter in einem Reifenhaus, das Reifenhaus Thomas Blankenauer, seit 5 Jahren mache ich das jetzt. 2016 ist mein Lernjahr in der BMW Challenge und wir hoffen, dass wir 2017 dann so weit sind, dass wir sagen, wir können einmal auf Stockerl fahren in der Challenge. Das ist eigentlich der Wunschgedanke. Naja, der große Traum, Träume haben wir alle. Ich sage einmal, natürlich wäre der Wunschgedanke, einmal in einem Porsche zu fahren. Einfach einmal schauen, wie sich das anfühlt und vielleicht geht sich irgendwann einmal ein 12-Stunden-Rennen aus oder sage einmal am Spielbergring einmal mit einem Porsche zu fahren. Das war einfach der Wunschgedanke. Alles andere ist zweitviere doch, sage ich jetzt einmal. Was benötige ich außer Geld, um das Ziel zu verwirklichen? Ein bisschen mehr Mut, sage ich einmal. Ein bisschen mehr Mut muss noch kommen und das einfach wieder zum Füllen und sagen, dass das alles, das muss eins sein. Und ich sage mal, beim dritten Rennen tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, das zum sagen, dass ich jetzt eins bin. Heute ist das Auto das erste Mal so gewesen, wie ich es haben wollte. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.